Die smarteste Community hat mal wieder die Bewertungen gerockt. Jetzt der zweite Teil Food Draft Special Card. Belgien Trikot ist wieder am Start. Viel Spaß! An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unserer Food Draft Special Card Runde. Und ich wollte gerade weiter aufnehmen und guckt euch an, was hier passiert. Fail des Jahres von EA, die Anzahl deiner Spieler liegt derzeit unter der erforderlichen Mindestgröße für eine Partie. Was ist denn da eigentlich los? Pjanic in Form fehlt einfach mal und keine Ahnung, wo der hin ist. Ich habe schon überall geguckt, es gibt ihn einfach nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit einem anderen Spieler weiterspielen. Das ist ja sowas von bitter, das geht ja gar nicht. Ich bin immer noch wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo das Video kommt, im Trainingslager. Das heißt, ich nehme diese ganze Food Draft Runde vorweg auf. Und wenn euch das Video trotzdem gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Und 400 Likes können wir, denke ich, mal wieder schaffen. Ich weiß nicht, ob wir es in der ersten Food Draft Folge geschafft haben. Ich hoffe es doch sehr. Und dann starten wir einfach mal rein mit einfach einem Spieler weniger. Riesenfail von EA. Aber egal, wir sind jetzt im Viertelfinale, rein geht's in die erste von hoffentlich drei Partien. Kurioserweise hat, während ich einen anderen Gegner gesucht habe, sich mein Spiel aufgehangen. Ich bin rausgeflogen als Ultimate Team, habe FIFA neu gestartet und schaut's euch an. Pjanic ist zum Glück wieder drin, 66er Chemie. Jetzt geht's aber endlich rein in die erste Partie und dann hoffen wir mal, dass wir das Ding auch gewinnen werden. Der erste Gegner in dieser Runde ist gefunden und er kommt hier erstmal mit einem Keeper an, der wahrscheinlich der beste Keeper auf der Welt ist. Manuel Neuer als Team of the Year Version. Des Weiteren Pedro Oscar in Form, Gaia, Martial, Zuma Second in Form, Vidal. Oh Mann, hier ein Tor zu schießen, das wird definitiv nicht leicht. Gut gemacht. Mesut Özil jetzt vielleicht mal mit der Chance. Hakt ein, spielt weiter auf Neymar. Jetzt mal die flache Flanke und dann wird er gefoult. Und da gibt es in der 9. Minute den Elfmeter. Neymar tritt an. Neymar, das wäre ganz, ganz wichtig für das Spiel. Und damit trifft er auch 1:0 in der 10. Minute. Neymar macht das Ding hier vielleicht sogar schon perfekt. Mal gucken, ob wir hier ein Gegentor bekommen. Ich hoffe natürlich nicht. Schönes Ding. Verlieren trotzdem den Ball. Oscar schickt Lionel Messi. Messi macht Kurzawa gut. Neymar, schön gespielt. Auf De Bruyne und der schickt direkt Aubameyang und der ist schnell, das wissen wir alle. Aubameyang setzt sich durch. Aubameyang, kurzes Eck anvisiert, wird aufs Lange gezogen und in der 17. Minute haben wir die nächste gute Chance. Aber ich glaube, da hätten wir Manuel Neuer nicht bezwingen können. Gut erobert. De Bruyne läuft, schön gemacht, der ist durch. Probieren wir es mal aus der Distanz. Und das war auch gar nicht mal so schlecht. Spiel ihn kurz an, spiel ihn kurz an, spiel ihn kurz an. Ja, ja. Spiel er wirklich kurz an. Das ist es. 2:0, Neymar trifft. 20. Spielminute. Oh Mann, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut läuft auf einmal. Manuel Neuer mit dem Riesenbock. Ich habe echt gehofft, dass sie ihn kurz anspielen. Dann war ich echt überrascht, dass es einfach passiert. Und dann sind wir durch. Ich wollte erst zurücklegen. Hab mir dann gedacht, nee. Das Ding, das machst du alleine und das macht Neymar richtig gut. Schön gemacht, Aubameyang geschickt und der schickt dann erstmal Mesut Özil. Özil mit links und Özil mit dem 3:0 in der 27. Spielminute. Das läuft ja richtig gut. Manuel Neuer hält anscheinend doch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und jetzt sieht es dann heraus, dass wir einen Rage Quit bekommen. Und so ist es auch, Rage Quit vom Gegner. Wir ziehen ins Halbfinale ein. Was war das für ein richtig gutes Spiel von unserer Mannschaft? Rein geht's in die nächste Partie. Halbfinale, es ist angebrochen und unser Gegner kommt hier natürlich mit einem Team, was wieder definitiv stärker ist als unseres. Mit Neymar, mit Suarez und Aguero, Hero, des Weiteren Ramirez, Santi Garzola. Wie immer wird es ja nicht einfach werden, aber wir haben ein richtig gutes Viertelfinale abgeliefert. Ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht sogar auch das Halbfinale ganz gut überstehen können. Und das Kopfballduell oder den zweiten Ball gewinnen wir hier auf jeden Fall schon mal. Kevin De Bruyne, der schickt gleich mal Aubameyang. Aubameyang, Abschluss gesucht. Und den habe ich schon drin gesehen. Was macht er? Zieht er rein, Philipp Lahm ist da, kann den Ball abfangen. Und jetzt geht er mal selber ab und dann sieht er, dass Neymar läuft. Traumpass auf Neymar.
Neymar. Schön gemacht. Jetzt legt man nach hinten ab. Aubameyang mit der Schusschance. 20. Spielminute. Wir sind drin. Kopfballduell gewinnt. Schaffen wir nicht gegen Suarez. Haben wir. Gut gemacht. Cech. Schöner Ball auf die Außen. Und da gibt es natürlich den Vorteil für den Gegner. Und Suarez ist durch. Und er macht das 1:0. Mit seiner ersten richtigen Chance. 28. Spielminute. Ist das bitter. Freistoßsituation, Kevin De Bruyne. Jetzt können wir mal drüber laufen. Komm, spiel ihn bitte an. Spiel ihn bitte an. Sauber. Reingebrallen lassen auf De Bruyne. Huiuiui. 33. Spielminute. Wir gleichen sofort wieder aus. Kevin De Bruyne macht das Tor 1:1. Und die erste Halbzeit ist noch nicht rum. Kein Abseits. Und dann hämmert er das Ding da links rein. Suarez wird geschickt und er lässt sich definitiv nicht nehmen. Das war klar, da kann er sich auch durchsetzen mit seinem Körper. 45. Spielminute, natürlich psychologischer Zeitpunkt, der nicht gerade optimal ist. 2:1, wir geben aber trotzdem unser Bestes. Und vielleicht können wir jetzt gleich wieder den Ausgleich erzielen. Im schönen Zusammenspiel mit Aubameyang und De Bruyne. Aber dann kommt wieder die Grätsche vom Gegner. Aguero, gut antizipiert. Schön gemacht. De Bruyne, Aubameyang, schickt Di Maria. Di Maria wartet und schickt Pjanic und der schießt einfach mal. Und das war eine richtig gute Chance. Abseits, kein Abseits. Oh nein, den dürfen wir nicht verlieren dort. Den dürfen wir dort nicht verlieren. 3:1 in der 61. Spielminute. Mann, 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 ist das bitter. Warum spiele ich den nicht einfach hinten weg zum Torhüter? Wäre die einfachste Möglichkeit gewesen. Neymar geht weiter und jetzt schickt er mal Aubameyang. Der macht das gut. Pjanic lässt das Ding durch. Macht eine Ballrolle, geht am nächsten vorbei. Pjanic. Und er macht den Anschlusstreffer. Das ist 68. Spielminute. Richtig guter Spielzug von uns. Pjanic macht das richtig stark. 3:2. Gleich wieder auf die Außen prallen lassen. Schön gemacht. De Bruyne. Weiter. Und jetzt wird mal Aubameyang geschickt. Und der ist extrem schnell. Und den bekommt er. Den bekommt er. Leider nicht. Aubameyang passt auf, aber gut mit zurück. De Bruyne wird angespielt und der auf Pjanic. Der hat schon eins gemacht und der schickt jetzt De Bruyne. Und der hat hier die Riesenchance, den Ausgleich zu machen. Setzt sich durch. Oh, Aguero ist einfach zu stark. Einfach zu stark, dieser Sergio Aguero. 4:2. Es ist bitter. Wir machen eine richtig gute Partie mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber da ist der Sturm dann einfach doch viel zu stark, um dagegen anzuhalten. Klar, wir haben eine Verteidigung, die durchschnittlich vielleicht 4 Chemie hat. Das reicht dann einfach nicht für die beiden dort vorne. Gleich weitergeleitet auf Aubameyang. Der hakt ein und sieht nochmal Özil laufen. Özil, der sieht De Bruyne. De Bruyne auf der Außen, zieht ab. 4:3, 82. Spielminute. Wir sind wieder da. Kein Foul von Aubameyang. Jefferson schickt Neymar. Neymar setzt sich durch. Komm, setz dich durch. Macht er gut. Neymar. Neymar, Neymar macht das klasse! Und in der 85. Spielminute macht er das Ding leider nicht. 90. Spielminute läuft. Wenn uns jetzt noch was hilft, dann ein einziger Angriff. Suarez ist durch, zieht das Ding ab, 5:3, das ist die Entscheidung. Wir sind zweimal zurückgekommen, richtig, richtig stark. Und dann, ja, bekommen wir immer wieder durch den Bombensturm eine schöne Packung. Wir gewinnen die ganze Partie. Leider nicht. Im Halbfinale ist für uns Schluss. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich 2 Siege und ein drittes Spiel, was wir eigentlich ganz gut bestritten haben, dann hier zustande bekommen mit dieser Mannschaft. Jetzt gucken wir mal, was für Packs da sind. Und diese Packs werden dann entscheiden, ob wir sie ziehen. Ich habe nämlich nochmal Draft gewonnen oder gespielt. Da ist jetzt nicht so unbedingt Gutes rausgekommen. Aber wir haben auf jeden Fall ein Jumbo Premium Gold Set. Und wir öffnen jetzt einfach mal die 5 Sets und hoffen vielleicht, dass wir doch einen Team of the Year Spieler rausbekommen. Hier wird es leider nichts. Hier können wir alles nur mitnehmen, was vielleicht für die Verbrauchsobjekte gut ist. Den Rest stoßen wir ab. Auf geht's in das nächste Pack. Wieder ein normales Gold Set. Ein seltenes Objekt. Da wird wahrscheinlich kein blauer Spieler drin sein. Aber es ist Kassier drin. Der ist nicht schlecht. Den tun wir auf die Transferliste. Rein geht's ins nächste Pack. Jumbo Gold Set ist am Start, 24 Objekte, aber nur 3 seltene. Und dieser
ist nicht mein Spieler. Doch, es ist ein Spieler, aber er wird einfach zu nichts zu gebrauchen sein. Die nehmen wir noch mit. 1000 Münzen. Das Trikot sieht ganz geil aus. Das können wir vielleicht mal verwenden. Auf geht's zum nächsten Pack. Und das ist dann ein Premium-Gold-Set. Hier ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer, einen blauen Spieler zu bekommen. Und hier bekommen wir Coutinho. Oh, leider nicht. Das ist Firmino. Schade, schade. Coutinho wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Letztes Set, Premium Jumbo Goldspieler-Set. 7 seltene Objekte und einer davon ist the big fucking German Mertesacker, den wir hier ziehen werden. Auch kein so schlechter Spieler, aber natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Wenn euch das Video gefallen hat, smash den Like-Button. Natürlich wieder richtig nach oben. 400 Likes dürften, denke ich mal, auf jeden Fall drin sein. Ihr seid die smarteste Community. Was kann ich anderes erwarten als so viele Likes? Das ist echt unglaublich, was ihr hier auf die Beine zusammenstellen. Jetzt bin ich raus. Immer smart und sexy bleibt. Mal schauen, ob wir morgen ein Video bringen. Wie gesagt, ich bin ja noch im Trainingslager, hab das hier vorproduziert. Ich bin raus. Euer Christo und ciao.